Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Okay. Wollen wir mal gucken, wie wir am besten da reinkommen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, ob wir da wirklich Informationen drin finden werden oder irgendwas. Aber wir gucken uns erstmal um. These are thick tracks and definitely fresh. Moment, was schreibt uns vor denn jetzt hier? Ach, da unten. Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hätte Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihn schon wer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlt nur Kostüme. Wo ich gerade dabei bin, ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid. Versprochen. Cool. Jetzt muss ich mich beruhigen. Und danke für die Nachricht an der Tür. Die werde ich nicht wegwischen. Wag es ja nicht. Das ist für die Ewigkeit. Wusste ich doch, der freut sich. Nö. Oh, dafür Konsequenzen haben oder so. Ne, ja. Nee. Der ist ja ein cooler Dude. So. Scheune. Ich würde mal sagen, dieses Windrad mit der Feder finden wir bestimmt ja in der Scheune. Unten haben wir ein Nest. Ein Nest mit irgendwie, weiß ich, irgendein Adler. Und rechts haben wir noch irgendwie ein Skelett mit einem Skateboard. Und die Sonne halt. Oder der Mond. Könnte auch der Mond sein. Hinterm Gitter. Also wo waren wir hier gewesen? Gute Frage. Waren wir hier schon gewesen? Ja, doch, da kennen wir schon mit Star Trek. Egal, wir lesen die rechte Seite einfach nochmal. Dass wir Frank überreden konnten, uns zu helfen, gab uns die meiste Hoffnung seit langem. Ja, in Angebracht seiner früheren Reaktion war Chloe und ich dumm, ihn zu konfrontieren, aber keiner kann sagen, er hatte Rache nicht geliebt. Er hätte Rachel nicht geliebt. Rache, ja, okay, Rache auch, aber... Er hätte allerdings das Messer nicht zücken sollen und mir gefällt nicht, dass der Teenager gefährliche Drogen verkauft. Besonders Nathan. Er braucht psychiatrische Aufsicht, nicht nur Pillen. Wenigstens wird er nicht mehr zu Frank gehen. Kennen wir schon, okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum Chloe und Rachel überhaupt mit ihm rumhängen wollen würden. Wenn ich die Stadt nicht verlassen hätte, würde ich vielleicht weniger schnell urteilen. Jetzt haben wir Nathans Handy, Davids Koordinaten, Franks Kontobuch und ein großes Brett mit Hinweisen. Endlich. Vielleicht wendet sich nun das Blatt. Oder die Zeit. Die Hinweise kommen endlich zusammen und weisen zu einem Ort außerhalb der Stadt, der uns vielleicht direkt zu Rachel Amber führt. Und weiter. Nach all dem, was mit Frank passiert war, musste ich Chloe überzeugen, weiterzumachen. Ich denke, wir sind fast am Ende. Hoffentlich nicht am Weltende. Wie viel Wut auch immer Chloe in sich hat. Sie verfügt über ebenso viel Mut. Ja, wegen Chloe wäre ich fast getötet worden, aber ich weiß, sie würde für mich sterben. Und ich darf nicht vergessen, in einer anderen Realität ist sie wegen mir im Rollstuhl gelandet und stirbt einen langsamen Tod. Chloe ist motivierter als je zuvor. Als je zuvor. Ich sagte ihr, wir müssen auf jeden Fall weitermachen und dass ich Rachel nicht alleine finden kann. Das reichte. Jetzt wird es Zeit, Licht in die Dunkelkammer zu bringen. Okay, wir müssen einen Weg in die Scheune finden. Ist unsere nächste Aufgabe. Nathan's SUV? Chloe is so damn fearless.
Where does that come from? Gute Frage. Jahrelange Erfahrung? Eichhörnchen. So, wo haben wir hier so ein Windrad? Hier muss doch immer so ein Windrad sein, oder? Watch us. Müssen wir mal hier langlaufen? Dann sag... Nope, I don't want to go there. Ach, warum denn nicht? Ach, komm schon. Na gut. Dann bleiben wir doch mal weiter hier. Ein Windrad. Wo könnte man... Ich höre das Windrad zumindest. Da! So, was muss ich anstellen, damit wir ein Foto von diesem Windrad machen? Vogel. Da war ein Feder drauf. I think I see something in there. This has gotta be it. Hä? Nein! Moment mal ganz kurz. Bodo! Jetzt lass sie wegfliegen. Blech. Da könnte man vielleicht versuchen reinzukommen. Ich will mich mal eben ganz kurz hier umgucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche anderen Hinweise. So. Was wir noch benötigen ist ein... Ich weiß nicht, wie ein Nest und ein Adler und ein Skelett und ein Skateboard. Nest, ein Skateboard. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Im Hintergrund können wir auch nichts uns angucken. Das Auto. Watson? We can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Kannst du doch nicht ausschließen. Na, und du so? Guckst dir weiter dieses verschlossene Schloss an. Kann man mal machen. Ob es jetzt wirklich viel bringt, weiß ich nicht. Zum Glück gucken wir uns ja dafür um. Können wir uns hier vielleicht noch ein bisschen die... den Weg angucken, wo ja die Reifenspuren sind. Nee, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das Blech da hinten mal an. Door. Come on. Das war ja einfach. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez. That is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Ja, du machst den Tempel einfach. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Lass mal mitgucken. Chloe would make a great detective too. Ja, wir auch. Guck da mal mit rein. Wir könnten theoretisch wieder nach draußen gehen. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Ja, weiß man nicht. Ob der wirklich ein Selfie damit gemacht hat. Wenn ein Selfie macht, ist er ja selber. Er sieht jetzt nicht gerade danach aus, so wie der da sitzt. Also er hat halt ein... Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Ja, ich bin ja dabei. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Traktor. This tractor has paid its dues. So, die Spuren haben wir, oder? Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there
must be. Wir haben noch eine Kiste, die können wir gleich durchsuchen. Guck ich mir gleich an. Ein Foto haben wir noch gefunden. Wow, Sir. Talk about home on the range. There's no way this rusty-ass button will activate these ropes or pulleys. Sicher? Okay. Okay, wir haben eine Kiste. Hä? Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Oh. Mein Bett hat gerade vibriert, als ich drüber gelaufen bin. Deswegen habe ich mich gewundert. Ich hätte jetzt gar nicht mitbekommen. If a zombie shows up, I have my weapon. Na, wir gucken uns erstmal die Kiste an. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Hinweis. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Ja, dann noch eine Kiste. Und Heu. Aber wir nehmen wohl ein Skelett. Chloe, haben wir irgendwie ein Skelett oder so? Okay, wir gucken jetzt mal hier in die Kiste rein. Gucken wir jetzt mal hier rein. I guess the Prescotts were just born bastards. 22. Juli 1903. Und der Zettel gibt's noch? Wenn er einfach so offen der Natur ausgelegt ist, hier Wind und Wetter mehr oder weniger. Von 1903 und der Zettel? Okay. Martin Louis Prescott. Prescott Ranch, Acadia Bay, Oregon. Sehr geehrter Mr. Linton. Ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescott mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner. Aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unser Familiennamen der Eintreibung ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir ihnen das Leben zur Hölle machen. Freundliche Grüße. Martin Louis Prescott. Ja, Mensch. Das ist nett. Ja, machen wir ihnen das Leben zur Hölle. Haben sie Pech gehabt. Mensch. War der Einzige? I guess the Prescotts were just born bastards. Okay. War nur ein Zettelchen drin. Gut. Hier ist auch noch was. Hä? 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 Wie viel gibt's denn hier? Sehe ich jetzt gerade erstmal. Was? Toll, ich will jetzt nichts Falsches anklicken. Ich will alles durchsuchen. The good old days. Pollardsmarkt, Acadia Bay, Eier 14 Cent, Speck 70 Cent, Zucker 50 Cent, Kaffee 1 Euro, beziehungsweise 1 Dollar, Kokain, okay, 2 Dollar, Tabak 75 Cent und Milch 60 Cent. Wieso gute alten Zeiten? Okay, Kokain 2 Euro, beziehungsweise 2 Dollar, weiß ich nicht. Ist ja nicht teurer normalerweise? So many haystacks, so few needles. So many haystacks, so few needles. Jetzt streng dich mal an, jetzt guck doch mal da rein in die ganzen. In den ganzen Heu. Okay, kümmere nicht. Scope out the perimeter, Max. Ja, doch. Ja, ich hab ganz viele Boden, die ich mir angucken kann. Ich weiß gar nicht, welchen Boden ich mir zuerst angucken soll. Ich guck mir jetzt mal den Boden an. Just rotting wood. Na toll. Na, gucken wir uns hier den Boden an. Nothing here. Na toll. Old. Old. Hey, so alt bin ich noch gar nicht. Das ist doch eine Beleidigung hier. Ich bin gerade am gucken, könnte da was runter sein? Nothing here. Na toll.
Also hier haben wir noch einen Boden, da haben wir noch einen Boden. Welcher von den beiden könnte richtig sein? Moment. Achso, können wir schon. Stimmt. Heute der 13. Wir gucken jetzt mal hier. Ja, dann gibt es wohl nichts mehr. Wir haben alles gefunden. Ja, okay, gucken wir hier auch nochmal. Da ruft Chloe auf meinen Geburtstag auch immer. Wow. What is this? It's totally brand new. Why? Chloe. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich habe da was gefunden. Chloe. Ich geh da mal. Kein Tresor, oder? Habe ich... nee, ein Tresor sei schon. Wer ist denn hier? Ein Skelett, wollte ich sagen. Oder irgend so ein Nest. So ein Vogelnest habe ich auch noch nicht gefunden. Beziehungsweise irgendwie ein Adler oder keine Ahnung. Oder ein Geier. Vielleicht irgendein Blickwinkel, wenn ich ihm hochgucke. Okay. Dann nämlich. So, Vorhängeschloss. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Ja. Aber. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Ja, guck du mal weiter in die Kiste rein, die ist gar nicht so richtig begeistert davon. Bisschen was interessiert sie gar nicht. Jo, wir haben eine Tür gefunden. Ja. I should go upstairs and get Chloe to help me. Ja, ja. Guck mal hier. Was machen das Ding hier? So. I have to get through this monster padlock first. Können wir den Knopf drücken? Moment, wo war der Knopf? Ah, ja, ein Knopf. Verdammt. Was wächst denn hier wohl eine komische Blume eigentlich? Können wir hier die Heugabe? Können wir nicht nehmen. Hä? Hey? Plattform, was? The rope leads up to that platform. Must climb. Ja, mach doch mal. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Okay. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, da dran zu ziehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, fällt das Ding vielleicht einfach runter. Komm, wir ziehen einfach mal. Was soll schon passieren? Runterfallen zum Beispiel? That looks sturdy enough to stand on. Ach so. Ah. So, und jetzt? Können wir um Seil ziehen. Okay, wenn wir ein Seil ziehen können, können wir ja auch irgendwo am Rad drehen, nein, ich meine. Oh, das ist aber eine schöne Eule. Euli! Das ist auch ein schönes Tier. Euli! Good evening, Dr. Who. Sorry. Oh Gott. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn das Skateboard? Skelett mit Skateboard. Skateboard? Woher hat denn hier ein Skateboard? Ich muss ja irgendwo ein Skateboard finden. Ich habe die Eule ja schon gefunden. Theoretisch müsste das Skateboard ja noch vorkommen, oder nicht? Ja, ja, ich brauche ein Skateboard. Hast du unten ein Skateboard gefunden, Chloe? Muss ich ja nochmal rausgehen, ein Skateboard suchen?
Kann auch nicht sein. Oh, ich brauche ein Skateboard. Ganz ehrlich. Here's the other end of the rope. Mhm. Dann sollten wir damit irgendwas machen. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Oily, wir brauchen dich mal eben. Kann ich hier oben hoch? Max, use your rewind and get that motor back up there. Ja, oder so. Und wupp. Tada. Ziehen. Wo würde ich den ziehen wollen? Tell me if you need any help. Ja, sieh doch. So. Ziehen. Okay. Max Giver strikes again. Okay, ich bin mal gespannt, was da jetzt drin sein soll. Do not fall. Halt ich nicht vor. Dreipunktlandung. Achso, du guckst einfach mal weit in die Küste rein. Das interessiert dich gar nicht, dass deine Falltür ist. Ich gehe jetzt ein Skateboard suchen. Muss irgendwo ein Skateboard sein. Ich guck mal einen ganz kurz. Moment. Skateboard. Ein Skateboard mit einem Skelett. Sieht man hinten irgendwie ein Skateboard? Oder ein Skelett? In einem gruseligen Haus da hinten? Vielleicht da drin? Moment mal. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Damit der Seilzug darin bedient werden könnte? Also. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ich bin jetzt kein großer Scheunenbesitzer, sagen wir mal so, aber. Mach ja nur. Okay, ich finde kein Skateboard, egal. Wir gehen wieder rein. Okay, mal gucken, ob die Tür jetzt aufgeht. Ich bin mal gespannt. Okay, Fallbett. Vorhängeschloss. I wish Warren could have seen that physics trick. Ne, sonst gibt's nichts. Old. Old. Ruf Chloe im Altenheim, wenn die Leute Geburtstag haben, auch immer. Entschuldigung. Damn, this is heavy. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Chloe? 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 Was ist das für eine dicke Tür? Das ist ein richtiger Safe. Wir müssen aufpassen, dass hier keiner hinkommt. This bunker is so surreal. Ja, irgendwie schon. This is too heavy to break, so I'll need a code.
Ja, dann gib den einfach ein. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visit. Einen Code. Einen Code finden. Ja, machen wir mal. Now that's a serious door. Where's Gandalf when I need him? Ja, guck mal eben ganz kurz hier oben. Sonst muss ich gleich mal in meine Unterlagen reingucken, ob ich irgendwo einen Code finde. Weil da waren ja mehrere Zettel bei, wo zu Nummern drauf standen. Aber ich muss jetzt mal die Zettel rausfinden. Können wir hier jedenfalls so anfangen? I guess the Prescotts were just born bastards. Irgendwas Dreistelliges? Nee. Oh, wir können noch ein bisschen schneller laufen mit dir. Toll, da darf ich nicht reingucken. Hä? Ich muss wirklich meine Unterlagen reingucken. Na toll. Jo, wo war da nochmal bei? Nee. Ich müsste... War das hier gewesen? Ja, da war es gewesen. Vielleicht irgendetwas, was ich bei ihm im Zimmer gefunden habe. Das nicht. Dreistellig war es gewesen, ne? Vielleicht sollte ich mal Chloe fragen, vielleicht weiß sie ja irgendwas. Toll, mehr habe ich nicht gefunden. Chloe? The only reason to build a secret bunker under an abandoned farm is to do bad shit. Dreistellig. Kann man irgendwie einen Code erkennen? Vielleicht. Oh, vielleicht die Tasten, die abgenutzt sind, gehen natürlich. Also 2, 4, 5. Warte mal. Natürlich, die Tasten, die abgenutzt sind. Oh, no. It didn't work. Ja, dann ist es ja einfach. Wenn man die Tasten nimmt, die abgenutzt sind. 5, 4, 2. Wrong code. Moment. Ah. Oh, yes. I thought that only worked in the movies. Wenn wir eher drauf kommen können. Open Sesame. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt bei dir drin rumlaufen. Und toll, die Tür ist so. What the hell is this? Changing weather.